Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, wir schauen jetzt mal, was gibt's hier aktuell. Wir haben einmal hier den Mythic Bob in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Dann geht's hier weiter. Der Mythic Brian. Hattis, Bill, Borax Kids, Dan mit Gruselmaske und Luann Platter. Jawohl. Weil ich sagen muss, dass eben Luann Platter mich wieder daran hindern würde, diese Box zu holen. Dann gucken wir mal, hier gibt es immer noch die Kawaii-Box mit Dr. Bobenstein, Shrimpy Shrimps, Borax Kid, Roger Sexy Shorts und dann. Also Hermes und Klaus, wo ich von beiden nicht begeistert bin. So, und dann sind wir auch schon in der Daily Combo Mastery angelangt. Und hier haben wir Folgendes. Hier haben wir den Wrestler Steve. Und der Wrestler Steve sieht folgendermaßen aus. Gucken wir mal hier rein. Combo Recipe Cards. Das ist das da. So sieht er aus. Zwei ganze Kombos gibt es, nämlich einmal den Legendary Steve Smith und den normalen Steve und das jeweils mit Wrestling. Naja, also nicht wirklich der Oberbringer. Können wir gleich schon wieder wegklicken. Gehen wir auch schön raus. Dann haben wir den Phantombildzeichner Peter oder auch Sketch Artist Peter. Und auch hier schauen wir jetzt mal, wie ist diese Kombo. Ich spiele den Peter ja wirklich sehr, sehr gerne. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt die Combo, die ich brauche. Also da ein Basson. Also beim Peter kannst du so viele hammergeile Kombos raushauen, da brauche ich nicht den da. So, das wäre das. Dann gehen wir hier rüber. Dann haben wir den Hover Throne King. Und der Hover Throne King sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier einen Bullock. Suchen wir mal nach einer. Da, Bag of Nickels. Jetzt, genau. Das ist das Beste, was man rauskriegen kann aus dem. Sorry, aber das ist nix. Also. Ja gut, neunfach Cheer, aber. Also Cheer All, aber das. Nee. Da kenne ich bessere Karten. So, also den brauchen wir auch nicht. Können wir gleich wieder wegklicken. Dann kommen wir zu einer anderen interessanten Combo mit dem Boomhauer. River Burnt nennt sich das Ganze hier. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier Drunk-Karten. Eigentlich ist es nur die Power Tucket Patriot Ale bei allen anderen Karten. Was ist denn heute los bei allen anderen Karten? Ist es uninteressant. Das heißt, eigentlich lohnt sich das Ding nur mit dem Mythic Boomhauer und mit der Power Tucket Patriot Ale. Und dann kommt halt da hinten schon was ganz Gutes mit raus. Mit 14-fach Hijack. 19-fach Gas und 20-fach Cripple. Ja, das ist gut. 23, 68. Also, wer einen Mythic Boomhauer im Deck hat und eine Power Tucket Patriot Ale, der kennt den River Burnt und da kann man sich schon mal ein paar Steinchen für. Kann man sich schon mal ein paar Steinchen für ausgeben. Da kann man mal ein paar Steinchen für ausgeben. So. Ich habe nicht, deswegen geht es bei mir nicht. Dafür kommen wir hier zu einer anderen Combo, die ich habe und die ich mir jetzt auch einmal wenigstens holen werde. Das ist der Tina Tacker. Und da ich ja mehrere Tinas im Deck habe und ja, die kann man mal sich holen. Ich habe wenigstens mal 1000 Steine für ausgegeben. So, gucken wir mal rein in der Tina Tacker. Das wäre dann das hier. So, da ist eine Tina. Und dann kommen halt schon gleich ein paar Kombo-Möglichkeiten. Wir haben hier einmal mit
Mit dem Quahog Martial Arts, mit Capoeira Reginald, That's My Parfait, Stop Hitting Yourself, Himalayan Observatory, Allen YMCI, Brian the Home Invader, Fashion Wrestling und mit Snot Rocket. Das heißt, wir haben hier gleich mehrere Kombo-Möglichkeiten. Wir haben hier Bodyguard relativ viel. Also, das Ding machen wir mal jetzt, weil da kann man es ja wirklich mal machen. Wenn du das gemaxt hast, ja, dann kommen hier solche Sachen bei raus. Und gerade 24-fach Gas ist eine schöne, feine Sache. 20-fach Bodyguard ebenfalls. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, 10% drauf. Packen wir mal einfach 3 Stück Gas drauf, dann haben wir fast 30 Gas und dann haben wir fast 30 Angriff. Das ist schon nice, ne? 27-fache. So, das ist die Tina Tackle. Ich habe mir jetzt wenigstens mal für 1000 Steine die geholt. Mehr wird noch, also ich brauche noch ein paar jetzt. Kommt jetzt bald eine Kombo, die freue ich mich riesig. Ja. So, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.